Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ja, wir werden immer besser, wir erledigen immer mehr, wir schaffen immer mehr und ich wollte endlich mal wieder mit Ratali ein bisschen reden. Shepard, was kann ich für Sie tun? Nö, das interessiert uns nicht, ich will über Sie reden. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Sicher, lassen Sie mich nur schnell... Komm schon, du kleiner Bostedt! Oh, Verzeihung. Ich habe ein bisschen Fieber und lasse es jetzt an dem armen Antriebskern aus. Nicht schlimm. Keine Sorge, es ist nichts Ernstes. Ich war bei der Anzugreparatur unvorsichtig. Sie sind krank? Brauchen Sie Hilfe? Oder Bettruhe? Wirklich, ist halb so wild. Wenn uns eine entlaufene Bakterie umbringen könnte, wären wir schon längst alle tot. Das Fieber ist in ein, zwei Tagen wieder weg. Keine Sorge. Es wird meine Leistung bei der Mission nicht beeinträchtigen. Eigentlich ist es nicht mal eine Krankheit. Wir machen da in Wahrheit eine akute allergische Reaktion durch. Wie läuft die Krankheit genau ab? Ist es eine allergische Reaktion? Ja. Nehmen wir an, ich werde einer Krankheit der Menschen ausgesetzt. So wie... Was hatte Navigator Presley damals? Windpocken? Ich würde keine Windpocken bekommen. Aber die Reaktion meines Systems auf die Eindringlinge wäre hohes Fieber. Je nachdem, wo es mich trifft, sind auch andere Symptome möglich. Übelkeit, Erbrechen... Alles, was man halt so hat, wenn man krank ist. Ja, aber Erbrechen in deinen Anzug ist, glaube ich, nicht schön. Wie sind Sie diesmal krank geworden? Ich wurde bei dem Kampf auf der Alarai getroffen. Nichts Schlimmes, aber ich musste meinen Anzug öffnen, um die Wunde zu untersuchen. Ich habe alles korrekt desinfiziert, aber eines der Abschnittssiegel war beschädigt und Fremdkörper konnten die desinfizierte Zone verlassen. Es war ein dummer Fehler. Vor einer lokalen Behandlung überprüft man immer seine Siegel. Außer man vergisst es. Dann kriegt man so ein verdammtes Fieber. Sie können Teile Ihres Anzugs abschotten? Ja, so ähnlich wie Notfalltüren bei einem Schiff, wenn die Hülle durchschlagen wird. Eine Infektion im Blutkreislauf hält das zwar nicht auf, aber eine Oberflächeninfektion kann sich dann nicht ausbreiten. Waren Ihre Immunsysteme stärker, bevor die Geth Sie von Ihrer Heimatwelt vertrieben haben? Bestimmt nicht so stark wie die von anderen Spezies. Ich bin zwar keine Biologin, aber es gibt darüber eine Theorie. Weil es auf unserem Planeten keine Insekten gab, gingen die Pflanzen Symbiosen mit größeren Tieren ein, um ihre Samen oder Pollen zu verbreiten. Die meisten Viren auf unserer Welt waren zumindest teilweise nützlich, also war unser Immunsystem ohnehin schwach entwickelt. Es passte sich einer Kontaminierung eher an, als sie zu bekämpfen. Aber Quarianer haben doch andere Welten kolonisiert. Sie können also nicht alle so gewesen sein. Waren sie auch nicht. Die meisten Kolonisten machten eine Phase mit leichten Krankheiten durch, bis sie sich an ihre neue Umgebung angepasst hatten. Als die Geth die Heimatwelt und unsere Kolonien übernahmen, sorgte die sterile Umgebung der Flottille dafür, dass unser Immunsystem seine Anpassungsfähigkeit verlor. Selbst wenn wir eine neue Welt kolonisieren oder unsere eigene zurückerobern würden, wären langwierige biotechnische Prozesse nötig, bis wir uns wieder erholt hätten. Das hört sich nicht nach einem schönen Leben an. Ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben in einem Anzug leben könnte. Wir tragen den Anzug sogar innerhalb der Familie. Der intimste Kontakt zu einem anderen Quarianer ist eine Verbindung der Umweltanzüge. Erst werden wir krank, dann passen wir uns an. Es ist unsere wichtigste Geste von Vertrauen und Akzeptanz. Ich habe dafür allerdings noch nie jemandem ausreichend vertraut. Außer, naja, zumindest keinem Quarianer. Sie wissen, was ich meine. Oh, sie ist rot geworden. Ihr habt es zwar nicht gesehen, aber sie ist definitiv rot geworden. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Tali, und mir geht es genauso. Aber Sie müssen mir nichts beweisen. Ich weiß... Das heißt, ich weiß es nicht, aber so habe ich das nicht gemeint. Es ist, wow, ziemlich heiß hier drin. Gelb. Es ist nur so, dass es traditionell auch die Bereitschaft signalisiert für Intimitäten. Ich wollte nicht, es ist nicht immer so. Eher, wie kommen wir denn überhaupt auf dieses Thema? Ein Annäherungsversuch? Moment mal, das klingt ja, als würden Sie da etwas vorschlagen, Tali. Was könnte ich denn wohl vorschlagen? Ich meine, als junge Frau, die von einem tollkühnen Commander gerettet wird, der sie dann in seine Crew aufnimmt und sich anschickt, die Galaxie zu retten? Schon wieder? Wie könnte sie wohl irgendeine Form von Interesse an ihm entwickeln? Okay, Leute. Jetzt geht's ins Eingemachte. Ich bin interessiert. Ihnen muss überhaupt nichts peinlich sein, Tali. Ich hege ähnliche Gefühle für Sie. Wirklich? Ich dachte nicht... Sie haben nie...
gut. Wie auch immer, ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber danke für den Besuch und das Gespräch. Auch gerne wieder. Kann ich das gleich nochmal machen? Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich habe noch zu arbeiten. Aber ich habe nicht vergessen, worüber wir gesprochen haben. Später vielleicht? Okay. Dann zurück an die Nach Arbeit. Der nächsten Mission. Bist du da dran? Dann bist du fällig, Dali. Ja. Leute, ich vergesse sowas nicht. Oh mein Gott. Oh, das war schön. Ein bisschen geflirtet. Aha, süß, toll. Mal kurz die Träne aus dem Augenwinkel wegmachen. So. Mann, das ist... Oh, ist das toll gewesen. Jetzt bin ich voll raus. Ach genau, ja, wir wollten nochmal Ilium anfliegen. Um da... Oh Mann! Erst mal kurz mit Kelly reden. Kelly! Ich habe mir große Sorgen gemacht, als sie auf dem Kollektorenschiff gefangen waren. Zum Glück war Edie da. Das klingt nach mehr als rein beruflicher Sorge, Kelly. Oh mein Gott, wir sind Schweine. Sie sind mehr als nur mein Commander. Sie sind ein Freund. Edie hat sie zu mir zurückgebracht. Wenn sie einen Körper hätte, würde ich sie umarmen. Was mit mir? Ich stehe direkt hier. Wo ist meine Umarmung? Oh, Shepard. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, sie besser kennenzulernen. Ja, Leute. Machen wir das gemeinsame Abendessen. Das kann ja eigentlich Tali nicht. Obwohl, Tali könnte sorgen. Ist egal, wir machen. Warum essen wir nicht zusammen in meiner Kabine? Dabei könnten wir unsere Unterhaltung fortsetzen. Das klingt wunderbar. Ich hatte darauf gehofft, mit Ihnen privat ein bisschen Zeit verbringen zu können. Gehen Sie vor. Okay. Meine Güte, so lang bin ich seit meiner College-Zeit nicht mehr wach gewesen. Es war ein wunderbarer Abend. Danke, Shepard. Wie, noch nicht mal ein Küsschen oder so? Mann, Kelly. Ich hoffe, Tali ist jetzt nicht sauer auf uns. Es wäre ein bisschen ungünstig. Aber die Flirtmaschine hat wieder zugeschlagen. Ich bin unschuldig. So, warum fliege ich Ilium nochmal an? Weil wir haben Daten letztes Mal nochmal gesammelt und ihr habt mir in den Kommentaren gesagt, ich soll dann nochmal Ilium anfliegen. Dann kommt direkt jemand auf mich zu und möchte diese Daten haben. Wenn wir ihm sie geben, kriegen wir ein bisschen Credits und ich hoffe auch ein paar Gruppenbonuspunkte, die sich wieder lohnen werden. Außerdem möchte ich Samara mit ins Team nehmen, um zu schauen, was sie denn so kann, beziehungsweise was ihr wir beibringen können. Und ihr habt mich darum gebeten, bitte Mirandas Outfit zu wechseln. So, jetzt haben alle ihr Zweitoutfit an. Und, oh mein Gott, das sieht so geil aus. Bis auf Samara. Aber Samara kriegt auch noch ihr dunkleres Outfit. Ja, wen ich jetzt eigentlich mit darunter nehme, ist im Endeffekt egal. Als nächstes machen wir bei uns die Disruptor-Munition hoch. Und ihr seht, wir sind fast ganz gut. Werfen Asarius, die Karin. Ja, du kriegst da erstmal die ersten Punkte drauf. Justikarin Sapiens. Biotische Fähigkeiten sind nur fast so stark wie in einer Asari-Matriarchin. Die Aufladezeit ihrer Kräfte wird weiter reduziert. Und Kaedo perfektioniert ihre Kampffähigkeiten, wodurch ihr Waffenschaden erhöht wird. Ich glaube, sie geht mehr auf Biotik, deswegen kriegt sie jetzt auch das Biotik etwas höher. Und... Verbessertes Werfen oder Wurffell. Durch ihr Werfen können sie mehrere Ziele gleichzeitig. Finde ich immer ganz schön. Und das Ziehen noch mit draufpacken. Und das Aufspalten kriegen wir wahrscheinlich erst, wenn sie loyal ist. Habe ich mir doch gedacht. Und die gute Miranda haben wir auch schon lange nicht mehr ausgestattet. Das Schmettern. Ja, das Schmettern machen wir mal hier ein bisschen höher. Und den Warp. So. Dann jetzt nochmal schnell auf Ilium. Entschuldigen Sie. Meinen Quellen zufolge waren Sie kürzlich in einem Lagerhaus. Ja. Haben Sie vielleicht zufällig einem Mr. Thax fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Ich glaube schon. Sie sahen verdächtig aus, also habe ich Sie weitergeleitet. Ich vertrete Mr. Thax. Er ist Ihnen sehr dankbar. Bitte nehmen Sie das als Belohnung dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Was geschieht jetzt mit der Spediteurin, die Thax hintergangen hat? Das kommt darauf an, wie ernst gemeint Ihre Entschuldigung ist und wie weit es mit Ihrer Bereitschaft aussieht, den Fehler wieder gut zu machen.
Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der Person, die Thax hintergangen hat? Danke, aber das wird nicht nötig sein. Mr. Thax wird eine Reihe von höflichen Telefonaten führen. Hoffentlich ist dann keine Konfrontation mehr nötig. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch und ich wünsche Ihnen auch euch allen. Ich bin Hellot1986, wir spielen Mass Effect 2. Bis dann.